Hey, wir haben heute einen neuen Vlog für euch. Und zwar werden wir euch in drei Teilen mitnehmen auf unsere große Reise. Und heute beginnt der erste Teil. Wir fliegen nach Dubai. Also unser Flug geht um 21 Uhr von Düsseldorf. Und jetzt sind wir noch zu Hause, aber wir wollen so in anderthalb Stunden ungefähr losfahren. Insgesamt geht die Reise ja 21 Tage lang, also drei Wochen. Und wir haben uns überlegt, dass wir insgesamt auch drei Vlogs machen werden. Also immer eine Woche ein Vlog. Jetzt auch mal. Wir sind vor ungefähr dreieinhalb Stunden gelandet und sitzen jetzt im letzten Bus, weil unsere Koffer haben so lange gebraucht, bis sie gekommen sind und wir haben wirklich dreieinhalb Stunden gewartet. Aber jetzt sind zum Glück alle da und wir fahren jetzt eine Stunde bis zum Hafen. Wir sind übrigens jetzt auf dem Schiff und geben euch mal eine Roomtour. So, das ist erstmal der erste Weg, wenn man reinkommt. Und hier sind die Schränke und dann hier links wieder das Badezimmer. Also wieder ganz klein, aber fein. Und dann hier das eigentliche Zimmer. Also hier haben wir einfach ein Doppelbett und hier dann so ein kleines Regal. Und dann hier einfach wieder ein kleiner Schreibtisch. Und dann haben wir hier diesmal so einen Sessel, aber den kann man auch als Schlafsofa ausfahren. Und wir haben eine Balkonkabine und das ist im Moment unser Ausblick übrigens. Wir haben übrigens eine andere Tür als zum Beispiel eine Kabine auf Deck 8 oder 7 oder so, weil wir halt Deck 15, das ist das unterste Stock ist, wo es Balkonkabinen gibt. Dafür ist aber unser Balkon echt schön groß, also wir haben hier echt relativ viel Platz. Und wie gesagt, das ist im Moment unser Ausblick. Also wir sind jetzt in Dubai, am Hafen auch. Und wie gesagt, auf Deck 5, also echt ziemlich nah am Wasser. Wir sind übrigens gerade so ein bisschen das Schiff erkundigen gewesen und haben uns jetzt dazu entschlossen, erstmal schwimmen zu gehen. Beide sind im Moment 33 Grad, also mega heiß. Und dann werden wir uns auf jeden Fall erstmal abkühlen gehen. Wir waren übrigens den ganzen Tag noch am Pool und haben einfach das schöne Wetter genossen. Und jetzt haben wir uns gerade fertig gemacht, weil wir jetzt zu Abend essen werden. So, wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer. Wir haben gerade ein bisschen das Schiff erkundigt und saßen noch ein bisschen in der Bar. Und wir gehen jetzt aber auch schon schlafen und sehen uns dann morgen früh wieder. Guten Morgen. Wir gehen jetzt frühstücken und danach gehen wir vom Schiff und gucken uns ein bisschen Dubai an. Lächeln! Boah, das ist echt krass. So, wir sind jetzt wieder auf dem Schiff. Wir waren nämlich gerade in der Dubai Mall und halt auf dem Burj Khalifa. Das ist ja miteinander verbunden. Jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal wieder auf dem Schiff. Um 19 Uhr ist nachher dann noch die Seenotrettungsübung. Also die unseren ersten AIDA-Vlog gesehen haben, werden ja wissen, dass das eine Pflichtveranstaltung auf dem Kreuzfahrtschiff ist. Und um 20 Uhr legen wir dann hier in Dubai ab und legen dann morgen früh um 8 Uhr in Kasab an. Wir haben
übrigens wieder einen kleinen Haul für euch. Also wir haben uns nur zwei Teile hier in Dubai gekauft, aber wir werden euch das jetzt mal zeigen. Und zwar waren wir einmal bei Zara und haben uns dort einen Pulli gekauft. Wir brauchen zwar hier in Dubai, beziehungsweise ich denke mal auf der ganzen Reise, keinen Pulli, weil es hier eigentlich immer über 30 Grad sind, also sehr, sehr warm. Aber wir fanden den mega schön und den trägt man so, dass das dann vorne sozusagen so überkreuzt ist. Und dann noch eine Sache, voll der Fail, weil wir haben sie wirklich gebraucht. Und zwar sind das einfach so weiße Sneaker jetzt hier von Adidas, weil... Wir haben uns einfach noch so weiße Sneaker bei Adidas gekauft, weil wir unsere Sneaker vergessen haben, unsere weißen. Dann haben wir uns einfach hier für die entschieden. Generalalarm, Generalalarm, Übung. Alle Passagiere begeben sich jetzt bitte mit ihren Rettungswesten und ihren Bordkarten zu den Sammelplätzen auf Deck 5. General Emergency Alarm, General for Exercise. All passengers, please proceed now. Kann das sein? Ja, das ist einfacher. So kann man aus. Wir hatten gerade eben die Seenotrettungsübung und wir legen jetzt gleich auch vom Hafen ab. Jetzt haben wir uns erstmal umgezogen, weil wir jetzt zu Abendessen gehen werden. Wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer. Wir waren gerade noch ein bisschen oben auf dem Deck. Wir werden jetzt auch duschen gehen und danach auch schon ins Bett, weil wir haben morgen früh einen Ausflug gebucht und da treffen wir uns schon um 7:45 und dementsprechend müssen wir auf jeden Fall schon früher aufstehen. Guten Morgen, wir haben gerade am Hafen angelegt. Wir sind ja in Casa. Ich zeige euch mal unseren Ausblick im Moment. Also wir haben wieder unseren Ausblick auf die Hafenseite. Und wir haben jetzt ungefähr 7:30 und sind nachher auf einem Ausflug, sind wir jetzt auch schon wach und dann nehmen wir um 15 Uhr aber auch schon wieder ab. Wir waren gerade frühstücken, für uns geht's jetzt vom Schiff. Wir sind jetzt übrigens wieder auf dem Schiff und legen auch in 2,5 Stunden wieder ab. Aber als erstes gehen wir jetzt was zum Mittagessen und auf jeden Fall noch an den Pool, weil es ist mega warm. Wir sind jetzt wieder auf dem Zimmer vom Pool und wir haben ja eben abgelegt und wir sind ja auf dem 5. Deck und das ist so krass, wir sind so nah am Meer und ich zeige euch das mal. Oh mein Gott, Leute, wir haben gerade einfach Delfine auf dem Meer gesehen. Also wir blenden euch jetzt mal hier ein Video ein. Wir fahren gerade Abendessen und gehen jetzt noch ein bisschen in die Bar. Guten Morgen, wir sind jetzt schon wach und wir sind auch schon im Hafen von Maskat. Und wir sind auch jetzt schon wach, also wir haben gerade mal 7:30, aber wir haben so einen Ausflug gebucht und zwar ist es so ein halber Strandtag.
Wir sind jetzt wieder auf dem Schiff und gehen jetzt auch in den Pool. So, wir werden jetzt gerade duschen und haben uns jetzt fertig fürs Abendessen gemacht. Davor werden wir uns aber noch den Auslauf anschauen, weil wir wollen eigentlich in einer Viertelstunde ablegen, aber ich glaube, es sind noch nicht alle Leute an Bord. Wir haben ja dann erstmal 3 Seetage und sind dann auf den Malediven und wir freuen uns auch schon mega. Guten Morgen, wir haben jetzt unseren ersten richtigen Seetag. Wir haben jetzt erstmal 3 Seetage am Stück und legen dann am 4. Seetag um 13 Uhr auf den Malediven an. Beziehungsweise ankern wir dort, weil es dort keinen Hafen gibt. Das ist im Moment unser Ausblick, also einfach weites Meer. Wir haben uns gerade wieder fürs Abendessen fertig gemacht. Ansonsten waren wir heute nur im Pool und im Shop ein bisschen unterwegs, weil so viel kann man natürlich an einem Seetag jetzt nicht machen. Wir sind gerade aufgestanden und haben heute den 2. Seetag und werden jetzt erstmal was frühstücken gehen und danach wieder in den Pool. Wir sind gerade vom Pool wieder aufs Zimmer gekommen und haben uns geduscht und jetzt gehen wir ins Theater, weil dort der Film König der Löwen gezeigt wird. Guten Morgen, wir melden uns jetzt mal wieder. Wir haben heute den letzten vollen Seetag und morgen kommen wir dann mittags auf den Malediven an. Und heute werden wir eigentlich auch wieder das gleiche wie an den anderen Seetagen machen. Also jetzt einfach wieder an den Pool gehen und dann mal weiterschauen. Atollen und fast 1200 Inseln und diese erstrecken sich. So, wir haben es gerade fertig gemacht, wie man vielleicht sehen kann. Und wir haben jetzt gleich auch schon 6 Uhr. Das heißt, wir gehen gleich Abendessen. Und heute Abend sind wir übrigens bei der Primetime. Ja, mal sehen, was wir da so alles mitfilmen können, beziehungsweise unsere Mutter. Das werden wir euch da auf jeden Fall auch zeigen. Wie eure Namen sind nochmal? Sophie und Leonie. Das sind, wir haben ja schon drüber gesprochen die letzten Tage. Ihr seid ja sozusagen Influencer. Ne? Kann man so sagen. Ihr steckt andere Leute an. Ne? Deswegen folgen wir euch. Wir sehen ja auch noch eure tollen Bilder auf Instagram. Ja. Sprich, vielleicht sollten wir das auch machen. In 2 Jahren 65.000. Ja. Wahnsinn. Ja, dann postet noch schön und ich hoffe, wir kommen auch noch mal drin vor. Ja, was ist das für ein Hashtag? Ich habe ja jetzt gelernt, so ein bisschen Instagram. Ich habe mir das auf mein iPhone auch installiert. Um euch zu sehen. Ach so, ist der Name? Ja. Leso-Prinz. Wie? Leso? Leso. 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 Ich erinnere mich später. Ja, ich versuche es jetzt mal. Ne? Das mache ich gleich. Gut, dann Applaus natürlich auch für euch beide nochmal. Vielen Dank, dass ihr da seid. Wir haben jetzt 11 Uhr und sind jetzt auch wieder auf dem Zimmer, weil wir jetzt gleich schlafen gehen. Das war's jetzt erstmal mit unserem ersten Vlog. Ab morgen beginnt dann die zweite Woche. Also werden wir dann auch ab da den zweiten Vlog beginnen. Der Vlog kommt übrigens sofort auch nächsten Samstag online. Da geht's dann weiter mit den Malediven und dann, ich weiß gar nicht bis wann, auf jeden Fall die zweite Woche. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wir werden uns sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh, this is how it starts.